gelesen habt, möchte ich euch das erste Babyvideo abdrehen. Und zwar habe ich hier einige Sachen, die in die Küche kommen, und ich habe jetzt schon angefangen, in der Küche Platz zu machen, weil ja doch relativ viele Sachen auch in der Küche benötigt werden. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, jetzt habe ich oben noch den Sterilisator, den kann ich euch mal anders zeigen. Der steht jetzt aktuell noch im Babyzimmer, das lasse ich noch oben stehen, weil das nimmt jetzt schon relativ viel Platz weg. Aber reden wir gar nicht lange rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Fangen wir mal mit einem Teil an, und zwar, ich habe mir so eine Abtropfschale bestellt. Die ist, ich weiß nicht, von Temu oder Shein, die war relativ günstig. Und da kann man die Flaschen oben so draufstellen, das fand ich ganz praktisch. Dann, genau, habe ich jetzt auch einige Sachen schon bestellt, wenn das Baby größer ist. Es war jetzt relativ viel im Sale, es war halt relativ viel günstig, und ich denke mir halt, solange ich jetzt noch mein normales Gehalt habe, versuche ich mich mit den Sachen wirklich einzudecken. Genau, bei Sensei habe ich das hier bestellt, so ein kleines süßes Lätzchen, wo vorne dann Sachen reinfallen können. Ja, die waren auch mega günstig, und ich stehe momentan so auf dieses Wolkendesign. Und ja, deswegen habe ich das noch mitbestellt. Dann geht es weiter mit Wolkendesign. Ich glaube, das mache ich euch gleich mal auf. Und zwar, das ist so ein Teller, wo man hinten so festmachen kann. Genau. Brauche ich früher oder später auch. Deswegen, ja, wie gesagt, habe ich das jetzt schon mal mitbestellt. Auch von Sensei, auch im Sale, war sehr günstig. Dann habe ich noch einen zweiten Teller bestellt, und zwar so ein Sternendesign. Das kann ich auch gleich aufmachen. Steht ja drauf, ab 6 Monate plus. Aber wie gesagt, die Sachen brauche ich sowieso. Und genau, deswegen habe ich es jetzt schon bestellt. Wenn es eben günstig gibt, dann muss ich nicht teuer kaufen, wenn ich es brauche. Genau, fand ich super süß. Die kommen jetzt dann noch in die Spülmaschine, dass ich sehr schön sauber machen kann. Dann habe ich für die Grippe, also ich bleibe nur ein Jahr zu Hause, dann gehe ich wieder arbeiten, und ja, dann muss mein Kleiner leider in die Grippe. Heutzutage kann man sich das schwer leisten, dass man da 3 Jahre daheim bleibt. Ja, deswegen habe ich auch schon eine Essensbox, eine Brotbox für die Krippe mitgenommen. Die fand ich super süß. Die habe ich bei Temu bestellt. Die war mega günstig. Und ich fand die ganz praktisch. Erstens mal fand ich natürlich das Design mega. Das geht richtig schön leicht auf, weil das auf der Seite nur diese Clipper hat. Und was ich auch gut fand, dass in der Mitte, genau, das kann man rausmachen. Das ist so Edelstahl oder Aluminium. Und ja, ich finde, das kann man schön reinigen, und hat eine schöne Größe, kann man ein bisschen drin nehmen, vielleicht ein bisschen Obst reinmachen und da dann Brot oder irgendwas. Genau, das fand ich ganz schön. Und ja, braucht man, deswegen habe ich es jetzt schon bestellt. Dann habe ich hier eine riesen, ich zeige es euch mal, hier, eine riesen Box voll. Das habe ich alles von einer Freundin geschenkt bekommen, ich habe mich so gefreut. So sieht es aus. Ich zeige euch jetzt mal nach und nach, was da so drinnen ist. Genau. Das hat schon meine Hebamme gesagt, braucht man so kleine Kirschkernkissen. Habe ich 2 Stück. Das ist zum Beispiel noch nagelneu von meiner Freundin. Da ist auch irgendwas anderes drinnen. Wie heißt das? Da sind irgendwelche Samen drinnen. Rapssamenfüllung. Mhm. Genau, also das ist mit einer Rapssamenfüllung, und das ist ganz normal Kirschkern, würde ich sagen. Ja, so fühlt es sich an. Mega süß, so schön klein. Ja, braucht man auch. Also hat die Hebamme schon gesagt. Dann hat sie mir noch geschenkt, ja, für die Beißerchen, wenn die so langsam kommen. Die kann man auch schön in den Kühlschrank legen, hat sie gesagt. Ab 3 Monate plus. Und da braucht man ganz viele. Das habe ich bei ihr auch gesehen, wenn ich bei ihr zu Besuch bin. Der Kleine, der beißt immer auf den rum. Und ja, da hat sie mir das hier geschenkt. Dann hier nochmal so ein Beißring, der ist auch mega cool. Der ist aber erst ab 6 plus. Schaut mal, wie niedlich. Ja, der ist auch ziemlich toll. Genau, den hat sie mir noch geschenkt. Dann hat sie mir einige Flaschenaufsätze noch mitgegeben. Für Mamflaschen, diese hier. Die sind gleich von Anfang ab 0. Genau, also die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich hoffe natürlich, ich kann stillen. Ja, das müssen wir gucken. Ich hoffe. Dann hat sie mir hier noch so
Babywindeln mit rein. Das sind Neugeborenenwindeln. Ja, die ziehen jetzt dann gleich oben in dem Wickeltisch ein. Genau. Dann hat sie mir noch mehr Windeln, die Einzelwindeln Newborn mit rein. Das hier sind jetzt welche vom Babylove, vom DM. Ich weiß natürlich nicht, was mein Kleiner für Windeln verträgt. Die haben mir nicht wirklich lang gepasst. Ich glaube, sie hat nur eine entnommen und deswegen hat sie mir die noch mit reingepackt. Ja, ich weiß natürlich auch nicht, wie lange ich die nehmen kann, aber ich freue mich natürlich, wenn ich das habe, weil, ja, da muss ich sie mir schon nicht kaufen. Windeln sind teuer und ja, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Dann geht es weiter mit noch mehr so Beiß-Kau-Sachen. Und zwar den hier, den hat sie nämlich selber auch gehabt. Also den hat der Kleine richtig schön drauf rumbeißen können. Den finde ich auch richtig toll. Genau, den hat sie mir noch mit rein. Ist alles von Mom. Dann, was haben wir da? Nuckis. Ah ne, hier ist nochmal so Nuckis-Beiß. Weiß ich auch nicht genau. Beiß-Teilchen. Ganz interessant. Ja, auch ganz spannend. Weiß gar nicht. Ah, schau an, das gehört da dazu, ja. Mhm. Oder? Ist das der da? Perfect Night Silikon. Weiß ich jetzt auch nicht. Genau, da ist nämlich noch so eine Verpackung. Ob das der ist? Nee, das ist irgendein anderer. Ja. Dann hat sie mir ganz viele Nuggies rein. Da habe ich wirklich noch gar keinen. Da freue ich mich auch drüber. Und zwar hier Winnie Pooh. Oh, so süß. Dann hier so ein blauer. Ich liebe ja dieses Graublau. So ist ja auch das Babyzimmer gestrichen. Ja, mega cute. Dann hier. Die sind auch süß. Schaut mal. Ja, alles 0 bis 6 Monate. Ich weiß natürlich nicht, ob mein Kleiner Nuggies nimmt. Also wenn er nach mir kommt, auf jeden Fall. Also mich mussten damals meine Eltern bestechen. Ich habe eine Querflöte bekommen, dass ich glaube mit 6 oder sogar mit 7 Jahren, also wirklich spät, mein Nuggie hergebe. Ja, schauen wir mal, ob er nach mir kommt oder nicht. Auf jeden Fall bin ich da schon mal ausgerüstet. Und hier sind nochmal 2. Genau, so, das ist echt gut. Dann habe ich die schon mal da. Und ja, genau. Haben ist besser als brauchen, ist meine Devise bei den Babysachen. Und dann hat sie mir noch das hier mit rein, einen Hafergetreidebrei. Ist ab dem 5. Monat. Genau. Ja, hat jetzt auch noch Zeit. Aber ja, wenn sie es nicht braucht oder der Kleine nicht mehr mag, dann ja, freut man sich natürlich drüber, wenn man das bekommt. Und dann sind hier drinnen auch noch ein paar selber gestrickte Socken. Finde ich mega cute. Finde ich so süß, schaut mal. Diese Variante, dann diese Variante und diese Variante. Super süß. Und das Ganze hat sie in so einen Koffer rein. Der ist von der AOK. Macht mir aber gar nichts. Ja, ich finde, das kann man super gut gebrauchen. Den hebe ich mir auf und wenn ich mit dem Kleinen irgendwo hin muss oder kann man mal schön Spielzeug reinmachen. Ja. Mega praktisch. So, das war jetzt mal mein erstes Video von den Babyküchen, Accessoires, whatever Sachen. Babykleidung würde ich auch mal abdrehen, aber ich denke, ich werde so in der 30. Schwangerschaftswoche anfangen, die Kleidung zu waschen. Und da könnte ich euch vielleicht ja, die Sachen mal abfilmen, was ich bisher an Strampler und Größen und so, was ich alles habe. Genau. Ja. Das war's gewesen, kürzeres Video, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und über ein Däumchen nach oben würde ich mich freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich hab euch lieb. Ciao!